Hi und willkommen zurück auf unserem Bitterliebe-Kanal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Laura, Ernährungswissenschaftlerin, und heute widmen wir uns wieder der Leber. Es gibt ja schon ein Video, da geht es etwas komprimierter um das Thema Lebergesundheit. Und heute schauen wir uns nochmal an, welche Lebensmittel und welche Kräuter sich besonders positiv auf die Lebergesundheit auswirken. Wenn dir die Inhalte von uns gefallen, dann abonniere auf jeden Fall unseren Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, dann wirst du direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video online ist. Fangen wir doch mal mit den 7 besten Lebensmitteln für deine Lebergesundheit an. Das erste Lebensmittel ist auf jeden Fall das beliebteste Getränk in Deutschland, also das beliebteste Heißgetränk, und zwar rede ich natürlich von dem Kaffee. Der Kaffee enthält wichtige Inhaltsstoffe, die sich gerade positiv bei Menschen auswirken, die eine nicht alkoholische Fettleber haben. Und tatsächlich konnten auch Untersuchungen ansatzweise erstmal zeigen, dass Kaffeekonsum gerade bei Menschen mit einer bestehenden nicht alkoholischen Fettleber das Risiko für eine fortschreitende Leberzirrhose senken kann. Als zweites hätten wir grünes Blattgemüse. Da ist es nämlich so, dass die enthaltenen Stoffe wichtig sind für die Leber, denn sie können auch einer Lebererkrankung entgegenwirken. Interessant scheint hier besonders der rohe Blattspinat zu sein, denn der enthält Nitrat und Polyphenole, die sich besonders positiv auf deine Leber auswirken können. Als drittes hätten wir Hülsenfrüchte, zum Beispiel die Linsen, Kichererbsen, Bohnen oder auch Erbsen. Und die enthalten zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate, die wichtig für die Darmgesundheit sind. Und wie du vielleicht schon aus dem anderen Video kennst oder auch auf Instagram, also falls du uns da noch nicht folgst, eine kurze Info an der Seite, auf jeden Fall unserem Instagram-Kanal auch folgen. Da gibt es nämlich auch schon einige Videos zum Thema Leber. Und da ist es wichtig zu wissen, dass der Darm und die Leber direkt zusammenhängen. Das heißt, eine gute Darmgesundheit ist auch wichtig für eine gute Lebergesundheit. Und da können Hülsenfrüchte wirklich Wunder bewirken. Gerade weil sie eben diese komplexen Kohlenhydrate enthalten, Ballaststoffe enthalten, können sie sich auch positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Und es scheint auch, dass Menschen mit starkem Übergewicht oder Fettleibigkeit davon profitieren zu können, indem das Risiko für eine entstehende nicht alkoholische Fettleber verringert. Als viertes Lebensmittel auf jeden Fall einer meiner Frühstücksfavoriten, die Haferflocken. Super vielseitig anwendbar, sie enthalten sehr viele Ballaststoffe und wichtige Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine. Zusätzlich sind sie zum Beispiel auch wegen den Ballaststoffen positiv für die Lebergesundheit, für den Blutzuckerspiegel, aber auch für die Blutfette, also die sogenannten Triglyceride, und scheinen auch in diesem Fall sich positiv auszuwirken und das Risiko für eine nicht alkoholische Fettleber und vor allem die daraus entstehenden Erkrankungen zu haben. Als fünftes hätten wir Nüsse und zum Beispiel auch vor allem diese Walnüsse, denn die enthalten Nährstoffe und auch Antioxidantien, die, wie der Name schon sagt, eine antioxidative Eigenschaft haben, also auch vor oxidativem Stress schützen. Außerdem können sie auch die Blutfette reduzieren und genauso auch die Insulinsensitivität optimieren. Und da werden vor allem, wie ich ja schon gesagt habe, in einer chinesischen Studie die Walnüsse hervorgehoben, die einen super positiven Effekt auf die Lebergesundheit haben können. Als sechstes und nicht zu vernachlässigen ist Kurkuma, denn das enthaltene Kurkumin ist eine wichtige Verbindung, die gerade für die Lebergesundheit essentiell ist, denn sie scheint auch die Enzymwerte von der Leber, also AST und ALT nennt man das, zu senken. Die sind nämlich bei Menschen mit einer nicht alkoholischen Fettlebererkrankung abnorm hoch und scheint also gerade für diese Menschen positiv zu sein, aber natürlich auch zur Prävention. Und als siebtes hätten wir noch Knoblauch. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du Knoblauch-Fan bist oder das gar nicht magst. Würde mich auf jeden Fall interessieren, denn ich bin absoluter Knoblauch-Fan und da bin ich auch froh drüber. Denn der Inhaltsstoff Allicin, der sich in Knoblauch befindet, hat ebenfalls positive Effekte auf die Lebergesundheit. Zum Beispiel konnten in kleineren Studien gerade Knoblauchpulver als Nahrungsergänzungsmittel die Leberenzymwerte verbessern und auch vor einer nicht alkoholischen Fettlebererkrankung schützen. Jetzt hast du schon mal 7 Lebensmittel kennengelernt, die du regelmäßig auf deinem Speiseplan stehen haben solltest. Und auf jeden Fall gibt es auch noch Kräuter. Und viele Menschen, die zum Beispiel Probleme mit ihrer Lebergesundheit haben, greifen ja neben der Standardtherapie, zum Beispiel Medikamenten und der Ernährung, auch gerne mal zu pflanzlichen Präparaten, wie zum Beispiel Kräuter. Und das auch zu Recht, denn es gibt viele Kräuter, denen eine leberpositive Wirkung nachgesagt wird. Und welche das sind, ich stelle dir jetzt auf jeden Fall 6 Stück vor.
Als erstes hätten wir Ginseng. Ginseng kann die Leberfunktion verbessern und gerade auch Müdigkeiten, Entzündungen bei Menschen mit einer Lebererkrankung oder Leberfunktionsstörung verbessern. Auch Marker, die auf eine Leberschädigung hinweisen, können hier reduziert werden. Und Ginseng scheint alleine konsumiert als sicher zu gelten. Allerdings kann es zu Wechselwirkungen mit manchen Medikamenten kommen. Das heißt, schau auf jeden Fall vorher, ob dein Medikament zum Beispiel eine Wechselwirkung hat oder frag am besten deinen Arzt oder deine Ärztin. Als zweites hätten wir die Ingwerwurzel und das darin enthaltene Gingerol hat entzündungshemmende Eigenschaften und kann vor oxidativen Schäden schützen. Auch konnte in Studien gezeigt werden, dass eine Dosierung von 1,5 bis 2 Gramm als Pulver täglich die Werte von den Entzündungswerten CRP, aber auch Leberenzyme, LDL und Gesamtcholesterin sowie den Blutzuckerspiegel senken. Und als drittes hätten wir den Rotwurzelsalbei. Der hat auch positive Eigenschaften und zwar auch auf die Lebergesundheit. Und tatsächlich gibt es teilweise Injektionen mit anderen Arzneimitteln zusammen beispielsweise, die bei Leberfibrose angewendet werden. Und für alle, die gerne Lakritz mögen, habe ich jetzt eine gute Nachricht, denn Süßholzwurzel bzw. Lakritz enthält die Saponinverbindung Glycyrrhizin und die hat auch positive Eigenschaften und vor allem Wirkungen auf die Lebergesundheit. Gerade in der traditionellen chinesischen und japanischen Medizin ist sie super beliebt und es gibt tatsächlich auch Studien, die gezeigt haben, dass 2 Gramm Süßholzwurzelextrakt über 2 Monate die Leberwerte deutlich verbessern konnte. Denn dieses Glycyrrhizin hat auch entzündungshemmende, antivirale und leberschützende Eigenschaften. Und als fünftes kommen wir zu meinem Lieblingsheißgetränk und zwar Grüntee. Da bin ich auf jeden Fall froh drüber, denn Grüntee ist super gesund und scheint auch positive Effekte auf die Lebergesundheit zu haben. Denn die enthaltene Polyphenolverbindung Epigallocatechin-Trigalat, das ist ein bisschen kompliziert, aber wichtig ist eigentlich nur zu wissen, dass genau diese Verbindungen positive Effekte auf die Lebergesundheit haben. Und tatsächlich konnte in Studien gezeigt werden, dass die Einnahme von 500 Milligramm Grüntee-Extrakt innerhalb von 90 Tagen die Leberwerte bei Menschen mit einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung senken konnte. Und als letztes hätten wir noch die Mariendistel. Die enthält Silimarin und da wird vermutet, dass es eine stark antioxidative Wirkung hat und auch die Regeneration der Leberzellen fördern kann. Und genau deshalb haben wir das auch in unserem Bitter-Leber-Komplex als Spray vereint. Denn dort findest du nicht nur wertvolle Bitterstoffe, sondern auch den Nährstoff Cholin, der nachweislich zu einer normalen Leberfunktion beiträgt. Aber wie genau sollte denn jetzt ein gesunder Teller für eine gute Lebergesundheit aussehen? Generell kannst du dich da eigentlich orientieren an den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung oder vor allem auch für eine ausgeglichene Ernährung. Aber damit du noch ein besseres Verständnis dafür bekommst, erzähle ich dir jetzt mal, welche Lebensmittelgruppen auf jeden Fall auf deinen Teller gehören. Zum einen hätten wir natürlich Obst und Gemüse. Obst beispielsweise Grapefruit, die auch sehr viele Bitterstoffe enthält und somit auch positive Effekte auf die Leber haben kann. Aber natürlich auch Apfel, Banane, Traube, Orange und was das Herz alles begehrt. Beim Gemüse sollte vor allem das grüne Blattgemüse herausgehoben werden, aber auch stärkehaltiges Gemüse wie beispielsweise Kartoffeln, Süßkartoffeln, genauso natürlich auch Karotten, Gurken und was es alles gibt, sollten definitiv zu einem Großteil auf dem Teller stehen. Auch Vollkorngetreide darf nicht fehlen, genauso wie Pseudogetreide. Das heißt also Vollkornreis, auch mal Vollkornpasta, genauso wie Quinoa, den hätten wir beispielsweise hier, das sind so kleine Körner, auch super lecker und genauso auch Hirse oder Amaranth. Einer meiner Lieblinge, Gott sei Dank und auf jeden Fall eine wichtige Lebensmittelgruppe sind Hülsenfrüchte. Hier beispielsweise rote Linsen, aber auch Kichererbsen und Bohnen, zum Beispiel auch Sojabohnen, entweder in Form von Edamame, also diese grünen, unreifen Sojabohnen oder Tofu. Definitiv auch gesunde Fette, natürlich Nüsse, genauso auch Nussmus und hier ganz wichtig, nicht die Nussbutter zu kaufen, denn da ist meistens noch Zucker, zusätzliches Öl und auch Salz enthalten. Und natürlich auch hier solche Samen, in dem Fall Leinsamen, aber auch Chia und Hanfsamen. Tierische Lebensmittel solltest du dafür eher weniger konsumieren und wenn dann zum Beispiel ein paar Eier oder auch fettarme Milchprodukte und Fisch. Und ganz, ganz wichtig, es sind ja nicht nur die festen Lebensmittel, sondern auch Flüssigkeit, die wir benötigen. Und hier als erstes auf jeden Fall stilles Wasser, genauso kannst du aber auch Kaffee und Tee trinken.
Jetzt weißt du auf jeden Fall, was auf deinen Speiseplan gehört, aber damit du jetzt noch eine bessere Vorstellung dafür bekommst, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst, habe ich noch 3 leckere Rezepte für dich. Einmal für Frühstück, Mittagessen und Abendessen, genauso noch einen gesunden Snack, den du immer wieder einbauen kannst. Zum Frühstück hätten wir ein leckeres Porridge, das kennst du vielleicht klassischerweise mit Haferflocken. Es eignen sich aber auch andere Getreidesorten oder Pseudogetreidesorten wie Hirse und Amaranth dafür. Da hast du dann auch nochmal ein breiteres Nährstoffspektrum. Dazu dann einfach Obst, beispielsweise Apfel und leckeres Erdnussmus kombiniert. Zum Mittagessen gibt's eine perfekte Leberbowl. Die enthält nicht nur Brokkoli, sondern auch Chicorée mit vielen Bitterstoffen, genauso Grapefruit. Wir haben dazu noch leckere Kürbiskerne und Quinoa, also wirklich Allrounder und vor allem was Perfektes, du kannst es sehr gut vorbereiten. Abends muss es ja einfach schnell gehen. Man kommt von der Arbeit heim und hat danach keine Lust mehr, ewig in der Küche zu stehen. Kann ich absolut verstehen. Deshalb habe ich eine super schnelle grüne Suppe für dich. Die enthält nicht nur grüne Bohnen und Erbsen, sondern auch Spinat. Das alles wird einfach nur zusammengemischt, püriert und schon ist die Suppe fertig. Manchmal kann man das Snacken ja nicht komplett weglassen, gerade wenn der kleine Hunger kommt. Und da kannst du immer zu Gemüse greifen, beispielsweise Sellerie, Karotten oder auch Gurken. Und was auf jeden Fall ein leckerer Dip ist, ist Hummus, der ja aus Kichererbsen besteht, oder beispielsweise auch Guacamole aus Avocados. Das war's mit diesem Video. Schau dir wie gesagt auch nochmal das andere Lebervideo an, habe ich dir unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und lass gerne in den Kommentaren da, was so aktuell dein Lieblingsrezept ist und schau dir unbedingt die Rezepte genauer an im Magazin. Plus, wenn dir die Videos von uns gefallen, dann abonniere unseren Kanal und vergiss auf jeden Fall nicht, die Glocke zu abonnieren, denn dann bekommst du immer direkt eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Laura.